Servusle, meine Lieben. Schön, dass ihr hier seid. Entschuldigung, ich bin gerade tierisch erschrocken. Ich lasse es jetzt mal drin. Ich weiß nicht, was hier los ist. Alter, wo geht ihr alle hin? Wo geht ihr alle hin? Mann, Mann. So wollte ich nicht einsteigen. Echt, das war nicht geplant, Leute. Wer kämpft jetzt hier gegen wen? Lebt noch was? Sind meine Schafe alle tot? Hallo? Der Nidhogg ist noch voll aktiv. Was ist jetzt hier passiert gerade? Was war da? Die sind nicht mehr auf ihren Spawnpunkt zurückgelaufen jetzt, ne? Guck mal hier. Super, oder? Super. Mark Steiler, Buddy Badenza, hier im Angriff gewesen, zusammen mit dem Simple. Ist der an mir vorbeigeschossen? Muss ich mir gleich mal selber angucken, Leute. Verzeihung. Jetzt muss ich, eigentlich würde ich es jetzt abstoppen und neu anfangen, weil ich einfach den Faden komplett gerade verloren habe, verstehst du? Also Servusle, falls ich es noch nicht gesagt habe, Servusle, willkommen zurück. Wir gehen heute eigentlich in die Stadt, ich wollte nur ein paar Sachen hier mitnehmen. Ich wollte gerade auf den Kühlschrank zugreifen, denn wir haben ja noch jede Menge Zehnfutter, hoffe ich, oder ein bisschen was für den ich muss die kurz hier wegbringen, warte mal geschwind, Leute. Jetzt geht's schon los, jetzt komme ich hier tatsächlich so ein bisschen durcheinander. Nicht Change Name, siehst du, jetzt sind wir schon falsch. Nee. Alter, was sind das für Menüs hier? Habe ich noch nie bedient. Hier, Folge 1 schon mal. Hier, der kann auch nochmal Folge 1 machen. Ich komme tatsächlich ein bisschen mit der Steuerung jetzt hier durcheinander. Von den Spielen ist der Wahnsinn. Ark hat ja so ähnliche Menüs, nur ruft man die anders auf, ne? So, hier auch nochmal Folge 1. Sogar der Hirsch ist gekommen. Haben wir jetzt echt nichts verloren? Habt ihr alle überlebt? Ich bin ja tierisch stolz auf euch. Da brauche ich ja hier nicht mehr... Guck mal, hier die drei, das gefällt mir richtig gut, verstehst du? So, Leute, ich hoffe, ihr seid nicht so arg erschrocken. Hab ich nicht? Da steht der andere Goblin. Hier, wer hat sich denn... Alice, Alterle, Alice Schweizer. Ich hoffe, ich habe auch Schweizer reingeschrieben. Die hat sich jetzt hier erstmal gutes Mädel. Die darf da, obwohl sie ein recht hohes Level hat, ne? So, Mama, du auch noch Folge 1. Kommt mal ihr drei zurück auf euer Stammplätzle bis hierher. Du hast dich nicht bewegt, ne? Ist klar, die ohne Namen, die kämpfen nicht wirklich mit. So, stopp, den da kann man schon mal hier abstoppen. Den kann man schon mal abstoppen. Alter, ich habe voll den Faden gerade verloren. Ich habe nämlich schon überlegt, wie ich zum Einstieg, was ich überhaupt sagen will. Unsere drei, ihr kommt bald runter an die Hütte. Ihr kommt bald runter. So, stopp alle. So, Leute, ich will doch in die Stadt. Und da will ich doch kurz an der Arena vorbeifliegen und mal ganz kurz hier reingucken, ob wir noch... Oh, viel Futter haben wir nimmer. Nur noch 4 Stück. Nur noch 4 Stück. Was ist denn das hier? Ach, da habe ich das ganze hohe. Wann habe ich denn das geholt? Habe ich ihn, das weiß ich auch nicht mehr. Also die holen wir gleich ab, bringen die in die Arena, wenn wir den Bär zähmen, der frisst nämlich auch Pflanzenfutter hohes. Es sieht im Moment so aus, Goektal, als ob deine Frau nicht da wäre. Ich weiß aber nicht, wo sie ist. Ist hier das, da hinten steht das Schwein, das habe ich jetzt auch. Ist das der Hammer? Ist das der Hammer? Die sind alle an mir vorbeigefährt, aber super Verteidigung hier. Die können normalerweise in die Wall runter. So, pass auf, Leute, ich bin gleich soweit, ich bin gleich für euch da. Und dann gehen wir tatsächlich die Folge an. Ich muss... Habe ich die Aufnahme überhaupt gestartet? Ich bin total durch den Wind jetzt gerade. Hammer. Hammer. Goektaler, ich hol deine Fraule zurück. Entspann dich. Alles wird gut. Alles wird gut, kleiner Goekes. So, pass auf. Hier mal kurz reingeschaut. Den Sattel angelegt. Escorial, ne? Die Frau von Goektaler, Level 190. Wann hatten die das gemacht? Wir haben mittlerweile richtig hohe Tiere, Leute. Ich glaube... Ich weiß nämlich gar nicht, wie viel wir haben. Aber ich glaube, das konnte man hier irgendwo sehen. So, Escorial. Lass mal ganz kurz gucken, ob man das hier irgendwo sehen kann. Hier doch, oder? 50, 27, oder bedeutet das, ich habe 27 Tiere freigedeckt? Ja, aber die habe ich doch... Ach, wir sind im zweiten Spielstand. Das kann natürlich sein, dass hier ein paar Unentdeckte sind, die ich aber eigentlich vom ersten Spielstand schon kenne. Alles klar. Hier hat auch jemand die letzten Tage geschrieben, falls mal jemand das noch nicht weiß. Hier kann man draufklicken und kann sich das auch wunderschön durchlesen. Wunderschöne Karten haben sie da gemacht. Wunderschönes, ja, kann man schon fast sagen, Art Design, ne? Also richtig toll. So, die haben wir auch noch nicht, ne? Die Wasserfliege. So, kurzer Moment. Also hier oben ist alles klar. Wir fliegen ganz kurz runter ans Tor. Ich muss noch ein bisschen was ausladen. Und dann, oder? Du hast jetzt nichts irgendwie drin. Das passt. Aber er ist auch gestiegen. Guck mal, den haben wir jetzt auch schon auf 183. Das gehört eigentlich rüber. Das gehört auch rüber. Das können wir unten. Das können wir eigentlich alles rübernehmen. Ich nehme das Fleisch mit mir zischen los, Leute. Die Klamotten sind nämlich auch drüben vom Alterle. Da gehen wir in die Stadt. Und dann suchen wir uns einen wunderschönen großen Bär für unsere Umgebung hier. Ich glaube, den Greif habe ich gepult. Ich bin mir nicht sicher. Das nehme ich auch mal mit. Falls er das frisst, lege ich es einfach mal mit rein. Der wird es schon dann sagen. Und den Hirsch will ich noch ganz kurz zurückreiten. Nicht mal ein Schaf haben wir verloren. So schnell sind die hier gewesen, die Jungs. Schön. Schön, dass ich mich auf euch verlassen kann. Durchlassen kann. Durchlassen kann, mein Freund. Lass uns durch. Komm, hopf hier rüber, Alter. Ein bisschen Hirsch. Wunderschönes Tier ist es. So. Alles klar. Gut gemacht, Digga. Auch auf dich bin ich sehr stolz.
Hannibal ist der Einzige, der hier stehen geblieben ist. Den habe ich nicht eingestellt. So, wir flitzen rüber. Ich will aber durch Sumpf landen. Ich will mal ganz kurz gucken. Da hat es doch verschiedene Spinnen. Denn die kommen auch bald in Einsatz. Leute, ja, die Namensvergabe, ne? Die ist eröffnet. Die ersten Namensanregungen sind schon reingekommen. Ziemlich gute dabei. Finde ich richtig gut. Ich sammle die Namen wieder bis zum 31. Und zum Jahreswechsel schmeißen wir die dann ins Voting rein. Für den Nidhogg, unser Main-Reittier bzw. Main-Flugtier. In diesem Spielstand für den Alderle. Main-Reittier holen wir uns mit dem Bär ran. Da machen wir dann wahrscheinlich auch Namensvoting dann im neuen Jahr. Guck mal hier nämlich. Hier, Leute. Hier sind diese Spinnentiere normalerweise. Müssen wir mal ein bisschen gucken. Hier ist eine von denen. Sowas muss ich uns dann ranholen für eine kleine Location drüben an der Wall, gegenüber von der Wall. Zeige ich euch aber, wenn es soweit ist, ne? Und wenn wir jetzt hier rausfliegen, kommen wir doch normalerweise bei uns an die Arena, oder? Da ist ein Panda. Ja, die Tiere kennen wir ja jetzt meistens. Hier in Longhorn haben wir auch noch keine. Ich habe mir überlegt, ob wir die kleine Armee auch mit Longhorns noch aufstocken. Dass wir wirklich nur Bahamuts, Longhorns und, was war das andere noch? Kebos. In der Armee drin haben, mit denen wir dann zu den Elfen rüber marschieren. Ich schätze mal, auf jeden Fall im Quartal 1 muss das muss noch von über die Bühne gehen, verstehst du? Im nächsten Jahr gleich, noch bevor es Frühling wird, will ich das machen. So, kannst du eigentlich hier oben drauf landen? Das wäre natürlich super cool. Nee. Aber wir geben erst auf, wenn wir es richtig probiert haben. Jetzt. Ja. Ja, Alter, da können wir gleich mal hier die Funktion nutzen. Schade, dass ich hier nicht scrollen kann. Das sieht nämlich bestimmt cool aus. Es sei denn, ich stehe kurz auf ihn drauf. Nee, auch nicht. Aber das ist ja schon wieder raus. Jetzt. Jetzt kann man scrollen, ne? Ja. Guck mal, wie klein der Nidhogg wirkt auf dem riesen Zwergenbunker, wenn man es mal genau nimmt, ne? So, ich eier schon wieder rum. Tut mir tierisch leid. Aber wir haben ja jetzt hier nicht wirklich ein Wettrennen am Start. Wer hat es die Tage so schön geschrieben? Da habe ich mich tierisch gefreut. Wir zocken ja hier und machen kein Wettrennen, ne? Und das ist ja schon so ein bisschen das Motto auch. So, Alterle, kurz mal anhalten. Wie sieht's mit den Schmieden aus? Ich muss mal gucken, weil ich komme doch nicht so oft zum Beladen, wie ich gedacht habe. Ich guck mal kurz rein. Das bollert sich halt arg runter, ne? Das heißt, wenn ich hier nichts mache, Leute, werde ich die Schmieden ausmachen. Dann ist es doch weniger Verbrauch, als wenn die durchlaufen, ne? Die hast du jetzt angemacht, das war sehr sinnvoll. Die ist aus. Guck immer nach dem blauen Schein. Ausmachen. Ja, da hinten, die läuft auch schon die ganze Zeit durch. Ich weiß nicht, ob da immer... War da was drin? Ja, guck mal. Weißt du? Dann mache ich die lieber aus und schmeiße dann an, wenn wir sie auch benutzen. Das Steinelement liegt bei 50%. Das machen wir dann mit der morgigen Folge. Dann bringen wir die Kebos hoch. Und heute gehen wir noch in die Stadt und suchen den Bär. Jetzt pass auf, ich will allerdings ganz kurz das Zeug hier auslagern. War das eine Angriffswelle gerade? Wie die ab sind. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Das Futter habe ich extra mit drüber genommen. Das machen wir jetzt hier rein. Schwapp, schwapp. Das machen wir auch hier rein. Dann ist es aus dem Schuss. Den Bogen können wir hier reinmachen. Dann stört er mich nicht. 10 Futter. Da müssen wir kurz vorfliegen. Mit unserem Nidhogg. Ich bin gespannt, welchen Namen der kriegt. Leute, greift in die Trickkiste, wenn ihr was Lustiges habt. Ich habe unter anderem gelesen Babsi und Manfred. Super, super, Leute. Ihr habt genau den Nerv getroffen. So will ich das. Die können ruhig Babsi auch heißen oder Manfred oder was weiß ich nicht, was euch halt einfällt, ne? Oh, wir brauchen noch 2 Türen hier, meine Freunde. Dürfen wir nicht vergessen. So, das müsste reichen für den Bär. 22 und 4 sind 26 und falls er das frisst, 27, das reicht. Das spawnt auch erstmal, das despawnt erstmal nicht, das auch nicht. Ja, jetzt habe ich das Gold vergessen. Hängt dir die Unterhose raus, Alter? Nee, guck mal, da haben sie ein Stück vom Alderle nicht ausgemalt. Da sieht man die Strukturen hier durch. Alter, Schwede, macht den wieder hübsch, ihr Schlümpfe. Was geht denn ab? Kommt ein neues Patch, hat der Alte keinen Unterkörper mehr oder was? Hammer. Ich könnte ihm ja mal die Hose ausziehen, ob er überhaupt Beine hat. Wir ziehen uns jetzt noch um. Oder hinten. Unser erster Kampf mit dem Nidhogg. Gestern war es ja hell. Dunkel. Da haben wir nichts gesehen. Jetzt pass auf. Panda, egal welches Level du hast, du wirst fällig sein. Boah, erstmal die ganzen Bäume hier wegkratzt. Hammer. Guck mal, der Wendekreis von dem Nidhogg, der ist so super, Leute. Panda gekillt. Natürlich, klar, dass der uns nicht gekriegt hat. Und keine Bäume mehr da. Sammelst du zufällig Bäume ein? Nee, ne? Schade. Wär's eine super Baumfahrmaschine geworden, Alter. Da bin ich froh, wenn der einen Namen hat. Ich mag das unheimlich, wenn meine Viecher Namen haben, weißt du? Guck mal, jetzt hier kann ich beweisen, dass ein Wiederbelebungspool da ist. Siehst du? Der steht nämlich in der Luft. Da drunter ist der Wiederbelebungspool. So. Also, Alter, zieh dir mal was an. Ich hoffe, deine Klamotten sind hier irgendwo. Nicht, dass ich das auch schon wieder verpeilt habe. Hier sind sie nicht. Guck mal in den Schrank. Wo sind deine Klamotten, kleiner Alterle? Hast du die hier reingeschmissen? Nee.
Ah, da sind sie. Ich dachte schon, jetzt habe ich die auch schon verschlampert wieder. Ist ja nicht so, dass wir nichts haben, Leute. Ich finde nur mein Zeug nie wieder, weißt du? So, alles gut. Alter ist hergerichtet. Gold haben wir hier leider keins, das ich mitnehmen kann. Dann gehen wir jetzt mal rüber in die Zwergenstadt und schauen mal, ob unsere NPCs auch mit uns reden. Dann suchen wir unseren Bär. Offscreen werde ich so ein bisschen Material vorbereiten an der Wall, dass wir mal den unteren Bereich schön zukriegen die Woche. Steinelement umsetzen und Kebos umsetzen. Das wird so die nächsten Folgen dran sein und dann machen wir hier wieder weiter, ne? Und ein Reittier ist hier zu viel, das müsste eigentlich rüber. Der Günther müsste eigentlich rüber in unser Heimatgebiet, aber da muss ich einmal zu Fuß zurücklaufen. Es sei denn... Das könnte man machen. Mobilen Zähmkäfig bauen, an die Vulkangegend, den Panda dort gezähmt, in die Seele eingesperrt. Ich muss den eh töten. Ich kann den ja nicht tragen. Wobei wir es mit dem großen Nytok noch probieren könnten. Ansonsten würde ich den Panda da einfach umschnetzeln, in die Seele einsperren, am Wiederbelebungspool und mit dem rüberreiten dann, weißt du? Beim Tiertausch. Weil der Günther muss heim. Der muss heim. Und wenn ich den jetzt heimfliege, komme ich nicht mehr rüber. So. Ja, wisst ihr da schon mal Bescheid. Alles klar, also einmal durchkämpfen zur Arena, zu Fuß oder mit einem Bodenreittier. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, zwergentechnisch. Den Krampus habe ich die Tage mal probiert gehabt, Leute. Der ist bei mir immer noch buggy. Den will ich dann jetzt auch nicht unbedingt nochmal machen. Ist da nicht zufällig gerade einer? Nee, aber guck mal, da können wir gucken. Vielleicht ist da was dabei. Vielleicht ist da was dabei für uns. Da war doch gerade ein Skeletti, oder? Longhorn macht da auch Blatt hier. Guck mal an. Alles schön töten, gucken, ob ein Täschle übrig bleibt. So. Ey, ist halt schon schön. Wir müssen den ja eh skillen, deswegen machen wir jetzt ab und zu immer mal ein bisschen was Blatt. Alter, da ist doch Mithril oder was ist denn das hier? Ist das das Dunkelerz? Lass mich mal kurz... Nein! Wo gehst du hin? Stopp! Was machst denn du? Was macht er denn? Ich hab den doch ordentlich eingestellt gehabt, oder? Kurzer Moment, Leute. Heute ist der Wurm drin. Ich bin echt noch so ein bisschen malat von den Feiertagen. Setz dich einfach auf dein Ärschle, Alterle. Ich kann's doch nicht ändern. Jetzt da. Danke. Vielen Dank. Ich will gucken, was das hier ist. Ach, das ist Dunkelstein. Nee, Dunkelstein nehme ich jetzt keinen mit. So, der Herr. Ich danke dir vielmals für diese wunderschöne Einlage beim Upmounten. Wie mounted... Ah, da ist das Ding. Guck mal, den können wir nämlich jetzt auch noch gleich angucken, wenn wir schon hier sind. So, ich lasse ihm einfach die Zeit, bis er steht. Ich darf da also manchmal nicht so ungeduldig sein. So. Jo, super, das lasse ich jetzt gerade drin, weißt du? Nicht mal ein Erz war da drin, hast du gesehen? Mann. So, wo ist das Zwergengebiet? Ich komme heute wieder von einem ins andere rein. Das war doch jetzt hier gewesen, Leute, oder? Hier ist der nächste Meteoroid. Und da oben ist der Krampus und da hinten ist die Zwergenhütte. Hey, den Krampus braucht man nicht machen, der verschwindet immer irgendwie, wenn man den Kampf, kurz bevor man den down hat, ist er weg, ne? Der nimmt dir also so ein ganz kleines bisschen die Motivation, auf die Jagd zu gehen. Wir können es natürlich kurz probieren gleich, wenn wir hier rauskommen. Vielleicht haben sie ja mittlerweile was gepatcht. Ich werde mich auch mal um die Patch-Notes kümmern wieder die Tage. Ich habe das so ein bisschen über die Feiertage schleifen lassen. Da schaue ich wieder ordentlich rein und mache dann auch auf meiner Homepage weiter mit den Übersetzungen und werde natürlich versuchen, in den Folgen, in denen neue Patches kommen, das gleich mit reinzubauen. Ne? Es sei denn, das ist was man nur zu dritt oder zu viert machen kann. So. Ah, sie reden tatsächlich. Hallo. Speak with us! Aber ihr habt es auch gehört, ne? Da war gerade eben... Vielleicht muss ich weiter rein in die Stadt. Keine Ahnung. Ich will mal kurz... Hier ist mein Lieblingshändler hier an der Ecke, ne? Der Gute. Servus. Thunderhoof. Hört sich an wie ein Taucher aus WoW, der Name. So, wie weit sind wir denn bei dir? Bei dem sind wir bei 7. Zum Spenden habe ich nichts dabei. Der hätte jetzt auch das mystische Futter schon. 1800 Gold. Wie farme ich denn am besten Gold? Ich mache immer die Kisten hier drin, weißt du? 81 kostet hier das 10 Futter. Und das Fleischfutter, wo ist das Fleischfutter drin? Hier nebendran. Sonst müssen wir den halt fast mal wieder hochspenden. Ich habe jetzt auch nichts dabei, was ich... Aha. Furchtlos und so. Oh, guck mal, der Eisenbarren nimmt da jetzt auch mittlerweile an. Pilze. Ja, da gehen wir demnächst einfach mal wirklich fett verkaufen, ne? Da belade ich unser bestes Reittier mit allem möglichen an Romatz. Dann verkaufen wir hier ein bisschen. Dann haben wir auch Knete. So, komm, flieg mal ganz kurz da rein. Schauen wir mal, ob ein paar Kisten da sind. Oder Geschenke. Da war wieder einer. Ja, so ein bisschen Leben und Stimmung kommt dann dadurch schon in die Städte. Ne, guck mal, das spawnt gar nicht mehr nach, das Zeug. Bei dem ersten Spielstand hatte ich immer was zum Wegklopfen hier. Und kam natürlich dann entsprechend an viel Gold, ne? Hier ist jetzt aber gar nichts mehr.
Keine einzige Kiste, wo Gold rausschlüpfen kann. Guck mal, alles weg, Leute. Wann spawnt denn das wieder nach? Ich habe natürlich noch die Alternative, Goblins zu killen. Und es gibt noch Kisten bei den Zyklopen, ne? Aber hier ist jetzt gar nichts mehr. Keine Geschenke, keine runden Fässer. Kleine, die ich platt machen kann. Dann können wir noch gar nichts einkaufen heute, ist das übel. Sprichst du auch mit uns? Welches Level habe ich denn dich mittlerweile? Zeig mal. Oh, Level 4 erst. Ja, das machen wir mal. So ein bisschen Händler vorwärts treiben. Kam ja auch über die Kommentare. Macht der ein oder andere ja schon von euch. Da steige ich mit ein einfach, ne? Da hefte ich mich ein bisschen an euch ran und mache das auch, dass wir hier weiterkommen. Ja, dann suchen wir jetzt den Krampus und dann den Bär. Und dann fliegen wir in den Zehnkäfig zurück. Dann haben wir zumindest die Sache schon mal erledigt, ne? Alter, ist das Ding hier gesprungen? Guck mal. Tatsächlich ist mir gar nicht aufgefallen die Tage, als ich hier war. Wahnsinn. Wieso spawnen die Geschenke nicht mehr nach so da drin? Das war am Anfang cool. Das hast du im Prinzip weggemacht. Und wenn ich die eine Runde erledigt hatte, waren schon wieder die Fässer da, ne? So, komm, wir gucken mal, ob der Krampus da drüben ist. Kann jetzt auch sein, dass es nicht so gut läuft, weil der war auch schon zwei, dreimal mittlerweile gespawnt an manchen Stellen. Und da ist er dann ein bisschen zu stark für uns. Das sind Erdelemente, das ist natürlich wieder super. Kriegst du die auch gut platt? Ja, schon überschaubar, ne? Er hat schon Power hier, unser Nito. Ja, komm, dann skill ich gleich ein bisschen. Zack. Welches Level hat der da hinten? Ist wurscht. Wo ist der Krampus-Man? Da vorne läuft er links. Hier, ne? So, wir gucken mal. Ja, ja, mach du nur. Oh. Wer hat denn jetzt den hohen Schaden gemacht? Wir oder der Krampus? Der hat mich jetzt eingeeist hier. Ne? Man sieht es und der Effekt ist jetzt weg. Jetzt fliege ich mal kurz. Wow, Alterle. Welches Level hast denn du? 124, siehst du? Wir kriegen den eigentlich schon platt. Das Problem ist aber eher... Ne, jetzt zum Beispiel ist er gerade gegen Schaden irgendwie immun gewesen. Gefühlt. Mal kurz absetzen. Da kommt er angeschisseln. Ja, man erwischt den schon, aber der haut jetzt jeden Moment ab. Guck mal, unser Leben geht noch, geht noch. Jetzt haben wir jeden Moment eigentlich, ne? Jetzt kommt doch mal so ein Special Move von ihm. Muss ich gucken, wenn er mich jetzt festwurzelt, wird es aber eventuell knapp. Siehst du? Weg ist er. Ne, da unten läuft er, oder ist es ein zweiter? Das ist ein anderer, oder? Und zumindest ist einer, der wieder Leben voll hat fast. Also der ist immer noch buggy, glaube ich. Oder meint ihr, dass es so gehört? Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt hat er mich an die Fußfesseln angelegt. Also für mich ist das immer noch ein bisschen buggy hier, das Zeug. Jetzt hat er sein... Die Schneemänner von dem sind auch kleiner geworden, gell? Wir müssten jetzt eigentlich unseren Nidhogg aufladen. Gucken wir mal, ob wir hier sicher sind. Ja, so sicher, wie wir halt sein können. Gehen wir mal kurz rein. Fleisch hat er nämlich bestimmt. Ich weiß halt auch nicht, Leute. Ich weiß halt auch nicht, ob der Krampus mittlerweile... Habt ihr den schon mal gelegt und gelootet? War mal einer von euch so weit, dass er den wirklich erwischt hat und gelootet hat? Bei mir tut sich da nichts. Boah, 4950 Leben. Weißt du, wie lange ich jetzt hier draufklicken muss? Ich glaube, das verschiebe ich mal. Wenn ihr sagt, dass ihr den schon platt gekriegt habt, würde ich es auch mal die Tage machen ordentlich, ne? Bisschen transparenter müsste es jetzt gerade sein. Ich sehe im Hintergrund nicht, wenn der da hochkommt, ne? Ja, komm, bevor ich mich jetzt hier kaputt klicke, die Folge über. Ich will auch nicht viel schneiden. Ich bin nämlich zeitlich so ein ganz kleines bisschen in Verzug geraten gewesen. Also wenn ich jetzt noch schneiden muss, wird es nichts. Wenn er das natürlich ist, hat er sich wieder Leben geholt irgendwie, ne? Nö. Nee, das wird so nichts. Ich muss wegfliegen. Also wie gesagt, ich habe es aber auch vorgestern erst probiert. Und da war tatsächlich der Fall so, dass der... verschwunden war wieder, ne? Der war dann weg und ich konnte nicht looten. Der war nicht tot. Guck mal, hier ist noch einer. Hier sind ganz viele. Ist so eine Krampusstraße geworden hier. Hier ist so eine kleine Krampusstraße, hat sich hier aufgebaut. So, wir suchen uns einen kurzen, sicheren Platz. Ich lade ein bisschen auf, weil der Bär macht ja auch nochmal ein bisschen Schaden gleich. Dann holen wir uns einen wunderschönen Bär, wenn wir einen finden. Bin froh, dass wir den zusammensuchen auch. Und da hinten ist ein Steinelle. Gehen wir weiter. Sind wir schon am Schneegebirge? Nicht, dass wir jetzt gleich umfallen, weil es zu kalt wird. Kannst du hier mal kurz absitzen? Da wäre auch Eisen. Das würde ich tatsächlich mitnehmen wollen. Ne, ist noch warm genug, gell? Ja, ja, alles klar. Rein ins Menü kurz.
Ein bisschen muss ich ihn noch aufladen. Oh, wir haben nicht mehr viel Zeit. Egal, was du in den Spielen machst, die Zeit verfliegt einfach. Also wir haben, was mich angeht, die richtigen Spiele hier am Start. Und zwar über alle Playlists momentan. Wann ich drin bin, ist die Folge rum, ne? So schön und so viel Spaß macht es mal. Was ist denn das da? Lederbrust. Ah, die habe ich bei dem einen Dings getroppt, gerade gelootet, ne? Bei dem kleinen Skelett an dem Meteorit. Da war das mit drin. Ist das eine gute? Nö. So eine haben wir in Blau schon, glaube ich. So, komm, das müsste reichen für den Bär. Mach mal nicht lang rum. Hol dir noch das Eisen. So, alles klar. Weil Eisen brauchen wir auf jeden Fall für die Arena. Dann schmeißen wir das später gleich noch rein drüben. Kannst du noch ein bisschen was tragen? Ja, ein bisschen geht noch, oder? So, Leute, jetzt suchen wir uns einen schönen Bär. Nicht zu viel aufladen, sonst können wir den nicht tragen. Entschuldigung. Mein Sodbrennen ist natürlich die Tage über die Feiertage verschlimmert. Ich habe so viel Schokolade gegessen, Leute. So viel Schokolade ist der Wahnsinn. Es ist schon nicht mehr feierlich. Man darf es gar nicht erzählen. Ich habe nur Schokolade gekaut. Ich war eigentlich jetzt wirklich zwei Feiertage nur am Stück am Schokolade kauen. Wahnsinn. Aber hat mir gut getan. Ich habe das gebraucht offensichtlich. Was bist denn du für ein Schöner? Guck mal, der sah kurzzeitig aus, als wäre das ein Bronzewürfer oder sowas. Ein Bronze. Ein Bronze? Ich sollte mal ein kleines Wörterbuch vielleicht machen, das man übersetzen kann, was ich als mein, gell? So Leute, hier fangen wir schon an zu suchen. 20 Grad ist noch zum Aushalten. Sind hier überhaupt Bären? Ich würde sagen, wir gucken bei uns am Eck drüben. Gegenüber, da wo ich immer Eisen oben runterhole von diesem einen Portal, da sind nämlich immer Bären. Da schauen wir mal. 116er hätte ich gern. 116 aufwärts. Einen schönen, großen, gattigen Bär. Da hinten war doch gerade einer versteckelt drin, oder? Hallo? Hallo? Alterle, mein Name? Alterle aus dem... Nee, da war nichts. Es war ein Stein. Hier vielleicht mal gucken? Wunderschöner Nitocamons-Kult, Leute. Ich bin so stolz drauf. Und ich freue mich so sehr, dass er Name tragen wird aus euren Reihen mit Voting und so. Ist eine richtig schöne Geschichte. Macht unheimlich Spaß und so ist immer ein bisschen was von allen drin, weißt du? Ah, ich find's toll. So, lass mich mal ganz kurz gucken. Hyänen? Nö. Oh, 4 Grad, Alter. Jetzt wird's kritisch, weil hier wirst du Leben verlieren sonst. Wir müssen auch nicht unbedingt hier aus dem Schneegebiet einen Bär haben. Da drüben gibt's auch welche, ne? So, pass auf. Hier ist das Sumpfgebiet. Wir müssen dann hier lang. Da vorne rechts fangen wir an zu suchen. Was sei denn hier? Klebelt schon irgendwas rum. Ich überlege gerade, ob ich den schon anzähme dann, weil der Bär braucht ziemlich lange. Haben wir schon mal in der Staffel 1 eingezähmt. Kurz bevor der Spielstand nicht mehr ging, ne? Da unten ist ein schöner. Schön sind sie eigentlich alle. Ich muss nur gucken. Ne, 12 und 20 ist ein bisschen zu klein für unsere Ansprüche. Bisschen, aber nur ein bisschen. Da hinten sind noch mehr. Wir finden einen, Leute. Wir müssen ihn ja erstmal nur wegschleifen. Das ist schon mal Punkt 1. Ich überlege gerade, ob ich ihn daheim zähme. An der Arena zähme oder zu Hause. Das weiß ich noch nicht. Level 8. Der Dunkle wäre schon eine coole Geschichte, Leute. Der ist aber erst 8. Boah, ja, ist gut. Ihr mit euren Knochenbrüchen hier, Leute. Ist doch gut. So, komm, vielleicht finden wir einen. Das gehört halt auch zum Spiel dazu. Und ich glaube, das ist auch ganz okay, wenn wir das in den Folgen mit reinnehmen, oder? Wenn wir uns ein Viechle suchen. Guck mal da oben. Das Bärenparadies. Hier bin ich nicht so oft, deswegen lädt es hier doch ein bisschen mehr an der Map rum, wie ihr seht. Ist aber eine Early Access Geschichte auch. 64, 60, 60. Hier sind schon mal ein paar höhere. Wir müssen mal kurz umdrehen. 20, der war auch nichts. 20. Ich darf nicht zu weit runter, die zerfleischen uns nämlich, siehst du? Da vorne ist einer, den haben wir glaube ich schon. Ne, ist ein Schwein. Ah, komm, jetzt ein schöner Bär. Da muss doch irgendwo ein cooler, großer, fetter Brummer sein für uns. Da unten ist ein Kebo, den brauchen wir nicht. Zumindest nicht heute. Ziel wäre ein Bär. Also irgendwas, was über 100 ist, würde ich sagen, ne? Da ist mir die Tage wieder eingefallen, Leute. Das Boden Main Ride hier wollen wir sowieso. Und uns ist ja vorm Staffelwechsel tatsächlich der Spielstand kaputt gegangen, bevor wir den Bär richtig genießen konnten. Ne? Wir haben den gezähmt, heimgebracht und dann war das Spiel am Arsch. Von daher ist es schon recht, wenn wir das jetzt mal angehen. Ich fliege jetzt mal davor noch. Ja, das kann jetzt nur auf zwei Arten enden hier. Entweder wir finden den gleich oder ich überrasche euch dann morgen mehr oder weniger, indem ich wieder einen im Zähmkäfig drin habe. Es ist ja kein Hexenwerk, ne? Finden ist noch schlimm, das Schlimmste. Mit Heimtragen, das macht der Nytok für uns. 32 ist zu klein. Du bist zu klein, du musst erst noch wachsen. Schalala, was ist da drüben mit dem Kollege? Oh, ich muss landen. Wir müssen kurz landen, Energie auftanken. Unser Nytok fliegt nicht ewig. Aber schon ziemlich gute Ausdauer, der Kollege, finde ich. So, Alter, lade ich auf. Was haben wir da unten für einen?
Sehen wir das von hier oben? Nee, müssen wir doch kurz. Ein Zwölfer ist natürlich auch mini winzig. Finden wir einen oder nicht? Finden wir einen oder nicht? Das ist die große Frage. Ein Wolf brauchen wir heute nicht. Guck mal, hier ist ein Bahamut. Das sollten wir ab und zu auch mal gucken. 16 und 28. Weiter geht's. Einfach mal so ein bisschen eine Übersicht bekommen, was hier so rumläuft. Hier waren ganz viele Bären früher immer. Da haben wir den letzten großen gefunden gehabt. 68. Ist gar nicht so schlecht. Jetzt wird's dunkel. Das ist natürlich sehr schade, weil die kleben manchmal an den Bäumen und ich sehe die im Dunkeln dann nicht, ne? So, lassen wir mal hier nochmal kurz rüberflitzen. Kurz da geguckt. Ich finde schon einen. Dann machen wir es jetzt anders, Leute. Wir treffen uns praktisch mit einem Bär im Gehege wieder. Während der Zähmrunde vom Bär, also während der Schlafphase, werden wir dann an der Wall weiterbauen. Was ist da hinten los? Was hat da jetzt gerade so eine alter Dedder? Kurzer Moment. Muss ich gucken. Level 12 ist auch nicht so hoch. Der macht hier den Wald weg. Also gut. In der Stadt, dieses Geflüster, was ich mir anschauen wollte, haben wir ja gemacht. Da gehört natürlich noch der ein oder andere Feinschliff gemacht, dass du auch wirklich das Gefühl hast, die neben dir gerade laufen, dass die reden. Aber zumindest kommt ein bisschen Leben rein. Dann haben wir heute gar nicht so viel gemacht. Eigentlich haben wir nur einen kleinen Ausflug im Heimatgebiet gemacht. Fällt mir gerade auf. Weil einen Bär habe ich jetzt keinen gefunden. Ich will es auch nicht übers Knie brechen und irgendwas nehmen. Ich schaue einfach jetzt nochmal, wenn die nächste Hellphase kommt. Und dann sehen wir ja den morgen im Zähmkäfig. Dann machen wir weiter, oder? Machen wir eine kurze Runde heute, Leute. Irgendwas reinpressen liegt mir fern, das wisst ihr ja. Ich mache dann lieber Schluss. Und morgen kommt dafür die nächste Folge, ne? So, Feiertage sind auch rum. Ich hoffe, ihr habt sie genossen, habt ein bisschen gechillt. Ich wünsche mir ganz, ganz arg, dass ganz viele von euch noch einen Brückentag haben. Wir sehen uns hier morgen wieder. Wallbau, die Kebos kommen dann hoch. Die Steinelemente sind dann zu viert. Die werden dann ordentlich verteilt morgen. Wallbau und Bärenzähmung. Dann haben wir die Geschichte morgen erledigt und dann geht es hier ganz normal weiter im Takt mit all den Dingen, die wir vorgehabt haben. Ich freue mich tierisch auf euch. Genießt noch die letzten Tage im alten Jahr und wir sehen uns dann wieder zur nächsten Folge. Bis dann, Leute.